herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sind hier weiter in Vinland. Wir haben mittlerweile Gorm gefunden. Da hinten steht er, der alte Kobold. Aber, ich wollte nochmal speichern, hab ich vergessen. Zwei Speicherstände, weil das war, wo der Bug war davor, zwei, drei Folgen. Was nehmen wir denn? Wir überschreiben mal den hier. Komm, überschreiben, zack. 62 Stunden Spielzeit. Was ein Freak. So. Dann wollen wir sehen, wie wir jetzt gegen Gorm vorgehen. Vielleicht können wir da so einen Explosionsfall reinballern. Wisst ihr, was ich meine? Aber welcher war das nochmal? Müsste ich mal kurz gucken. Nee. Der hier ist das, ne? Gift? Nee, der hier. Und bumm. Problem ist halt, ich glaube nicht, hat aber gut was gebracht. Oh. Ach du Scheiße. Gut, schön. Einer von denen kommt. Oh. Was einst war, wird wieder sein. Mann. Sag mal, hält er da oben immer noch seine Predigt? Kommt aber ein Schild angerollt. Gorm kehrt wie Son. Irgendwo war doch nur noch ein bisschen Nahrung, oder? Oh, da sind ja doch noch viele. So, warte mal. Thank you.
sie sind wichtig. Geduld wartet auf meine Gelegenheit. Dafür ist ein Zweck. Ja. Ich habe das weite Meer für dich überquert, Gorm. Fühlst du dich geschmeichelt? Nur aus einem Grund, wie ich sehe. Lange. Nur aus einem Grund. So, du Drecksau. Puh. Was so ein bisschen Indianerrüstung nicht alles bringt, wa? Der 500 Türen. Dies ist nicht der Fels der Gefallenen. Wo sind die Frauen auf den geflügelten Pferden? Niemand, der die würdigsten Krieger kürt. Du. Mein Erzfeind! Dies ist Niflheel, das kalte Nebelreich. Hierher kommen die treulosen Toten, um erneut zu sterben. Hier lösen sich Geister in Nebel auf, um vergessen zu werden. Deine Einmischung hat uns alle verdammt, du Aaskrähe! Mehr Lügen von einem geborenen Lügner. Sprich die Wahrheit. Was führt den Orden nach Vinland? Die Befreiung einer Göttin. Ein Wesen voller Macht und Licht. In fernen Zeiten von den Jatna begraben. Schade, Gorm. Du wirst sie nicht treffen. Okay, bitte nicht einfach zurück jetzt ins Dings. Gorms Steinauge. Es summt und verbreitet ein seltsames Gefühl. Anderweltlich, wonach grub Gorm. Etwas, das tief in dieser Höhle ist. Olaf sollte erfahren, dass sein Peiniger tot ist. Das schulde ich ihm. Ah. Ah, das war die Beste. Ah. Achso, nee, Olaf ist der andere. Oh Mann. Keine Falle. Da unten buddeln noch welche. Ich hab immer verschlossen.
Alter, ich hab grad euer Boss getötet und ihr habt gar nichts mitgekriegt. So, wer von euch hat den Schlüssel? Habe ich den schon, oder? Sieht so aus. Ich hatte kein Glück. Da hat einer den Wolf am Schwanz gezogen. Nee, es war noch nicht mein Schwanz. Kehre zu in Himmels. Himmelsfallzügen. Warte mal, muss mein Hund reinlassen. So. Entschuldigung. Ist abgeschlossen gewesen. Und dann kommt er natürlich logischerweise nicht rein. Hier muss ich jetzt nichts mehr machen, oder? Ach, guck mal, hier ist so ein Schatz. Ah, guck mal. Aber er hat doch da noch irgendwas. Da sind doch diese Dings, ne? Da, guck mal da hin. Wir gehen da trotzdem nochmal hin. Guck mal, was passiert. Wenn wir da jetzt Tatsache mit diesem... Ist das nicht dieser Splitter da? Dieser Eden-Splitter? Wie heißt der? Der passt da sogar rein. Glaube ich. Die Wahrscheinlichkeiten führten uns hierher. Die Berechnungen geben uns Hoffnung. Das ist nichts für mich. Ich sollte zu Olaf zurückkehren. Er verdient zu erfahren, was passiert ist. Ganz wie du wünschst, ey, boah. Glaskugel. Ich dachte, das ist dieser, wie hieß, eine Edensplitter oder so? Gab es sowas? War das Assassin's Creed? Ich glaube, ne? Da ist noch ein Schätzchen, den holen wir uns noch. Ich muss mich in Acht nehmen. Hier keine Pfeile. Das fällt mir ein. Hey, Moment! Los, sterb! Überrasch die Ratte! Gut!
Guck, wir holen uns nämlich nur das. Dann gehen wir hier hin. Noch ein bisschen Einzug kaufen. Super geile Wachen, die kriegen einfach gar nichts mehr. Wäre schon deutlich für die höhere Siegchance, wenn die sich auch noch mit eingemischt hätten, dann weiß ich nicht. Wir mussten ja so schon auf hinterlistigste Art irgendwie Gorm besiegen. Ich hoffe mir einfach, dass wir uns jetzt beim Shop den Rest kaufen können, der uns noch fehlt. Jawohl, einmal den Mantel bitte. Ah. Nur Erz fehlt uns. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. So, wo kriegen wir noch Erz her? Guck dir das an. Hört, ich hatte nicht gerade Fertigkeitspunkte. Tja, wenn ich nur wüsste, wo wir uns hinarbeiten sollen. Zähne zusammenbeißen. Andere Marienverbesserung. Warte mal, stand da nicht mehr? Quest. Achso. So, jetzt gehen wir dorthin und dorthin. Beziehungsweise erstmal dorthin. Dann holen wir uns den Tier. Das Tier holen wir uns auf dem Rückweg, okay? Was auch immer da gerade so geschrien hat. Ja, Tollwut. Ach, die werden gejagt. Nee. Das ist Natur, da mischen wir uns nicht ein. Schön. Wirklich schöner Ort hier. So.
bestimmt Piranhas. Waren echt merkwürdige Fische. Nee, doch nicht. Wow, 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 wow. Macht er da oben? Helfen? Was verloren? Der brave Arnie, mein geliebtes Haustier, fiel, naja, flog nach da unten. Jetzt sitzt das arme Ding da fest. Ich kann meinen Arnie nicht dazu bringen, hochzufliegen. Es scheint, als hätten wir noch viel zu tun. Arnie! Er kann nicht fliegen. Ich werde ihn hochführen müssen. Auf seine Liebkosungen auf. Arnie ist recht feurig und gibt gerne Küsschen. Bitte töte ihn nicht, wenn er dich etwas zwickt. Komm her, du Vieh. Wo ist er denn? Put. Komm her. Doch her, so dummes Ding. Deine Stimme ist wunderschön, Arnie. Danke, dass du mir Arnie zurückgebracht hast. Ich möchte mich gerne erkenntlich zeigen. Ich habe noch die anderen aus Arnies Familie. Leider überstanden sie ihre Ausbildung nicht so gut. Aber probier mal, sie sind recht schmackhaft. Ach du Eklige. Dann gehe ich wohl mal zurück zu meinen Freunden, den Zahnbrechern. Hoffentlich warten sie noch am Hafen auf mich. Na komm, Arnie. Fliegen wir los. Erz fehlt noch, ne? Ein geflügelter Begleiter ist hilfreich. Uns fehlt noch ein bisschen Erz. Oder haben wir nicht unten weitergebaut? Boah, da ist doch ein Heuhaufen, du Idiot. Was man hier nicht alles tut. Arnie retten. Wir müssen besser die Augen aufhalten nach diesem Erz. Oder was brauchen wir? Leder? Hier ist das Kap. Hm.
Hier ist im Dorf. Skana. Otena kommt, dass er durch uns ohne. Nee, Erz. Erz fehlt. Boah, da fehlt noch jede Menge Erz. Nun muss ich gehen. Auf bald. Sorry, Bro. Diesmal besiegen wir ihn. So, ich werde vorher aber wieder speichern. Nur für den Fall, dass wir draufgehen. So, warte. Renn, du Sau. Wieso? Backe. Diesmal nicht, mein Freund. Keine Feinde mehr? Doch, hier sind noch welche drin. Oh.
nur nicht panisch werden jetzt. Mann! Jetzt treffe ich ihn denn jetzt nicht mehr. Ich hab echt gedacht, der macht mich jetzt auch fertig. Ich habe gar nichts mehr gesehen, einfach nur noch drauf geschlagen. Tut mir leid. So, wir können ja auch mal diese Wolfsdinger stärken. Theoretisch. Kacke, wir wollten noch den. Oh. So, uns fehlt aber trotzdem noch was. Der hier. Oder? Jo. Also reisen wir jetzt hier hin und latschen dann darüber. Und hoffen, dass er das mit Bestie meinte. Dann gehen wir zurück zu Olaf. Zu dem Juten Olaf. Und fragen den mal, was los ist. Der Jute Olaf. Komplett in die andere Richtung. Mensch, du kleiner Vogel. Heute, da war ein Adler. Was ist der Plan? Ein Überraschungsangriff mit dem Kopf voran. Weil es letztes Mal so gut geklappt hat. Nein, diesmal sollten wir vorsichtiger sein. Wir folgen ihm und drängen ihn in die Ecke. Fremder, danke für deine Hilfe. Ich hörte, was passiert ist. Wir stehen kurz vor unserer großen Jagd auf die schreckliche Bestie. Wenn deine Kehle vor Jagddurst auch ganz trocken ist, schließt du dich an? Wir ziehen ins Unbekannte. Komm mit, Bruder. Letztes Mal war die Bestie uns überlegen. Wir sollten wachsam sein. Ich hab da eine Bestie getötet, eventuell. Hey, muss das sein? Eure Streiche sind noch unser Tod. Also, Bruder, was hat dich hergeführt? War es der Sog der Wildnis? Der Rausch der Jagd? Könnte man so sagen. Dann wirst du nicht enttäuscht sein. Aber sei gewarnt. Dieses Tier schnappt schnell zu und kennt keine Furcht. Spuren! Es besteht kein Zweifel. Die sind von demselben Biest, das uns angriff. Was für ein Biest reden wir?
Hab ein bisschen Angst. Was? Das sieht aus wie ein Bär, oder? Du Kacke, Alter. Hey, wo sind die? Hä? Sind alle zurück oder was? Wieso muss ich denn... Hä? Ich hoffe, das war auch die Beste. Dann rumjaulen, ne? Ich glaube, die sitzen da nicht. Doch. Guter Kampf! Welch eine Bestie! Du hast wahren Kampfgeist gezeigt. Danke, dass Jäger du... Jäger oder Beute? Du bist, was du zu sein beschließt. Aber das haben wir doch gar nicht gejagt. Ach, den haben wir gejagt. Arnie war großartig. Und du natürlich auch. Nun können wir erhobenen Hauptes nach Hause. Wir sind hier fertig. Wenn wir uns je auf bekanntem Boden wiedersehen, wirst du uns willkommen sein. Dieses Biest war sogar schlimmer als ein Bär. Wahrlich, diese Wildnis ist zu viel für mich. Ich kann es... Sorry, war noch nicht fertig. Entschuldige. ...zu fahren. So. Hier ist noch ein Schatz, den nehmen wir nochmal mit dir. Ja. 55er Eisenerz. Vielleicht können wir doch noch unser letztes fehlendes Teil kaufen.
Gut, Gorm war ja jetzt nicht unbedingt der Stärkste, oder? Scheiße, die hocken da hinten fast nebeneinander. Doch nicht, er ist in seiner Höhle. Gott, der Jodadu. Neon Hart, Jodadu. Jawa. Ich muss los. Bis bald. Jetzt haben wir alles. Setzen wir den auf, spaßeshalber jetzt, oder was? Jo, Häuptling. So. Er wohnt einfach hinter einem Wasserfall. Du musst dich nicht mehr verstecken, Olaf. Gorm ist tot. Gorm? Tot? Durch deine Hand? Er zahlte einen blutigen Preis für seine Ehrlosigkeit. Mehr sage ich nicht. Kehre zu deiner Schwester zurück. Oh, das werde ich. Doch zuerst geselle ich mich zu den Einheimischen ans Feuer. Ich höre gern ihre Geschichten. Auch wenn ich nichts verstehe. Geschichten? Erzählen Sie Ihre Sagas? Ja, ja, Sie erzählen Geschichten. Ja, komm, hör zu. Oh. Ach, diesmal macht das alleine. Hab schlechte Erfahrungen mit sich irgendwo hinsetzen und Leuten zuhören. Sokki, Rarondude, Wasagohrori, Neyotzi, Zizu, Waharu, Hau. Toyedene, sinue rodiscara gete, junquiro taguani. Dehni zarugi totni dagwe. Ja dehni ganare ziosumaya, danu aquegu gasuma hunzi. Jotzi zizu, jagode denegua da wagu, danu rarondode, jesutne irede. Zokki, osumagu, ja untke doda, ahjarek, dogatka negre. Tudaya wasi, rarondode, ja sagorege. Osumagu, ja eanda ne, ne jotzi zizu. Zi wa agoyanda haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egweni. Niat dega derege. Ja ehowe, zia eant dat ne, zi de jutsu wagerdas. Gats Rahnaraga, dagwa gara duhas. Ich verstehe dich nicht. Ah, du willst, dass ich eine Geschichte erzähle. Na gut, lass mich überlegen. Eine Geschichte von Verrat, von selbstsüchtiger Bosheit, von Göttern wie verzogene Kinder. Von all unseren vielen Göttern ist Odin der am meisten Verehrte. Er ist der Allvater, der Erhabene, der weise König. Doch trotz seines Ruhms kann er auch der trügerischste seiner Art sein. Eigensüchtig, zurückgezogen, stur, sogar grausam. In lang vergangenen Tagen geschah es, dass Odins Sohn Baldr plötzlich von seiner einzigen Schwäche
getötet wurde. Der Mistel. Odin hielt den Tod seines Sohnes für einen Unfall und sandte eine Nachricht zu Jötunheil mit der Bitte, seinen lieben Sohn ins Leben zurückzulassen. Heil willigte ein, unter einer Bedingung. Jedes lebende Wesen in den neuen Welten musste eine Träne der Liebe für Balder vergießen. Sofort ließ Odin in jedem Winkel der Welt seine Bitte verlauten, dass alle für seinen geliebten Jungen weinen mögen. Und alle folgten, bis auf eine. Eine Jötun namens Tök weigerte sich, für Balder zu weinen. Soll Heil behalten, was sie erhielt, sagte Tök, voll Bosheit. Und so war Balders Schicksal besiegelt und er ward für immer verloren. Er wurde mit einem Totenboot nach Midgard geschickt und dort zwischen Bäumen und Felsen begraben. Was Odin nicht wusste, Tök war niemand anderes als der verkleidete, listenreiche Loki. Ein Gott, den er Freund nannte. Schlimmer noch, Loki war es, der Balder durch einen Mistelzweig in den Tod geführt hatte. All diese Kniffe und Finden waren Lokis Geist entsprungen. Manche sagen, es lag an Lokis grausamer Natur. Andere hielten es für Rache für etwas, das Odin Loki und seinen Kindern angetan hatte. Und wieder andere glauben, dass all diese Taten, ob gütig oder grausam, vor langer Zeit in die Muster ihrer Leben gewoben wurden. Dass wir nicht die Verfasser unseres eigenen Schicksals sind, sondern nur seine Leser und dass wir... dass wir uns gegen diese Sicht wehren sollten. Denn sie ist nicht willkommen. Angwagara du hast seine Art Nowhere Raugara. Nenne auch nie und die Worte der Nowhere gehen. Gorm brachte diesen Stein zu einem seltsamen Zweck über die Walstraße. Ich weiß nicht wieso, doch er scheint zu diesem Land zu gehören. Joskatz. Gua. Das nu sage, wat nicht da herde. Da gua weirde, go? Nimm du ihn und bewahre ihn. Eines Tages erfährst du vielleicht seinen Zweck. Danke. Euch allen. Für alles, was ihr getan habt. Aya, Watski. Yeti sotogungaha. Ayezaha herrata. Ratnardaga. Sie erzählt auf ihrer Sprache irgendwas von irgendwelchen Meerschweinchen. Und wir hauen hier so eine Geschichte mit Odin raus. Woher ich das weiß, dass sie das gesagt hat? Vertrau mir, ich kenne es. Ich kenne diese Sprache. Aber die Geschichte von Odin war ganz gut. Ich glaube, jetzt heißt es für uns zurück nach Randvi. Hi. Ich tue euch nichts. Ich werde nicht eure Familien essen. Vorweg. Du hast deine Arbeit lange liegen lassen. Jora gibt es nicht länger. Mein Name ist Eivor, Dränger des Rabenclans. Und mein Zweck ist erfüllt. Zweck? Welcher Zweck denn? Garm ist tot! Der Troll ist tot! Olaf! Schwester, lass uns feiern! Garm Kjötfisson gibt es nicht mehr. Erschlagen von Eivor Rabenfreund. Eivor Waldläufer. Eivor Olafs Retter. Was ist los? Ich hatte eine langwährende Blutfehde mit Gorm und seinem Clan. Nun kann sie ruhen.
Oh, die Skalden werden von diesem Tag berichten, wie Eivor Gorm bis an den Rand der Welt jagte. Wie dem auch sei, Gorm ist tot. Ich würde euch empfehlen, diesen Ort zu verlassen. Hier gibt es nichts für uns. Ich widerspreche nicht. Gorm war wahnsinnig und wahrlich ein Troll. Aber er bezahlte uns in Silber und das war genug. Bruder, geht es dir gut? Ich befürchtete das Schlimmste. Mir geht es gut. Ja, ach so gut. Und vielleicht bleibe ich eine Weile bei den Freunden, die ich hier gefunden habe. Wie du wünschst, Bruder. Und du, Eivor, wohin wirst du gehen? Mit uns über das Meer oder zurück in die Wälder? Ich segle mit euch. Brechen wir auf. Pass auf dich auf, Olaf. In diesem Leben und dem nächsten. Leb wohl. Leb wohl. Weit windet sich die Walstraße vor mir. Grausam das Geschehen, das mich hergeführt. Mein Los mag meinen Leib an dieses Land binden. Doch vorerst beschreite ich die See. Wieder 3 Wochen segeln. War aber gut, hat Spaß gemacht hier. Muss ich offen und ehrlich gestehen. Und ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt zu Hause erwarten wird. Ich meine, da ging es ja auch noch nicht genau weiter. Aber wir haben fast die Stärke erreicht, um 190 zu machen. Ich glaube, wir hatten sogar schon 193, oder? Man weiß es nicht. Oh, ich habe meine Axt wieder und mein Outfit. Guckt euch das an, Freunde. Wir sind wieder Eivor Wolfsmal und nicht Pucker Eivor Hunters. Aber es war trotzdem gut. Muss ich gestehen. Die Geschichte hat mich wirklich sehr gefesselt. Ich habe bestimmt so hier gesessen. So. War wirklich gut. La, 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 la. Ja. Es dauert wieder ewig, bis wir zu Hause sind. 3 lange Wochen. Oder 11 Folgen. Oder 9 Folgen. Je nachdem, ob lange oder kurze Woche. Aber gut, was soll's. Wir haben unseren Auftrag hier erfüllt. Wir kommen zurück nach Hause. Randvi wird uns wahrscheinlich oben ohne Empfang. Oder unser Clan gibt's nicht mehr. In der Zeit, wo wir weg waren, wurde alles ausgelöscht. Und wenn man hin- und rückfahrt, waren wir 6 Wochen weg. Und wenn man dann auch noch die Zeit nimmt, die wir jetzt hier waren, waren wir bestimmt auch noch mal ein paar Wochen. Waren wir bestimmt so 3, 4 Monate vielleicht weg. Ist das vielleicht zu viel? 2, 3 Monate weg? Vielleicht erfahren wir es. Der lädt und lädt und lädt. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Sprechen?
Gib nur den Befehl und wir brechen auf. Ach so, nein. Nein. Ich komme wieder. Und ich werde hier sein. Traumhaft, Mädchen. So. Der Stadtrand, wie berichtet. Sei gegrüßt, Eivor. Hi. Oh, unsere Flotte kommt. Bitte, Reda, erzähl noch eine. Ja, eine letzte noch. Aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack... Oh. Haben welche Nachrichten für uns, oder? Hey, hallo, wie geht's dir? Wir haben Wolf als Haustier. Warte. Ganz cool müssen wir hingehen. Wie schön, dich zu sehen. So lange weg. Warst du besorgt? Selbstverständlich. Solch eine lange Reise. Konntest du tun, was getan werden musste? Ja, und ich brenne darauf, mich nun um die Dinge hier vor Ort zu kümmern. Gut. Es ist vollbracht. Gorm ist tot. Und der Kjötvison-Clan aus dieser Welt getilgt. Gut, ich würde gerne alles über deine Reise nach Vinland erfahren, wenn du die Zeit findest. Eines Tages. Das ganze Land alleine platt gemacht fast. Gibt's jetzt irgendwelche Aufgaben für uns, oder? Oder ist es erstmal voll egal? Gut, okay. Ich würde sagen, ich werde die Folge dann erstmal wieder beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir sind wieder zurück in der realen Welt. Lasst mir was da, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.